Vorgestern ist WordPress 4.7 Beta 1 veröffentlicht worden. Ich habe die Testversion installiert und mir vor allem auch das neue Theme 2017 angeschaut. Die Build, die hier zur Anwendung kommt, ist 39007. Das ändert sich fortlaufend, da ständig Änderungen integriert werden. Nach der Installation ist erst einmal alles, wie man es kennt. Ein Beitrag, eine Seite, kein Menü und Standard-Widgets. Die Frontpage zeigt das Theme 2017, ein schönes Foto und ein Querbalken und sonst bislang nichts wirklich Spektakuläres. Die Standard-Widgets sind direkt auf der Beitragsseite rechts eingefügt. Die Sidebar oder Seitenleiste ist auf der rechten Seite und das nur bei den Beiträgen. Da kam noch eine kleine Warnung, dem muss ich noch ein bisschen auf den Grund gehen. So, und jetzt öffne ich den Customizer. Hier sieht das Theme anders aus. Es ist bereits ein Menü eingefügt und 4 Sektionen, 2 Footer-Widgets und oben der Homepage-Beitrag. Ich habe das jetzt gespeichert und lade die Homepage neu, dachte ich. Da stimmt jetzt aber die Verlinkung nicht so ganz, also gehe ich zur Homepage. Und hier habe ich jetzt die identische Seite, die ich auch im Customizer sehe. Das sind die subtilen Animationen. Nette Hover-Effekte, CSS-Transitions und dieses Slide-Down über den Pfeil. Dass diese Inhalte generiert wurden, ist auch ein neues Feature. Das mit WordPress 4.7 kommt und momentan erstmal nur in 2017 funktioniert. Das soll sich aber ändern. Ja, und hier demonstriere ich die Live-Ansicht. Logo und Website-Icon können dort angelegt werden. Der nächste Punkt ist Farben. Das betrifft Textfarbe, keine Hintergrundfarbe. Es gibt ein Light- und ein Dark-Theme. Light und Dark lassen sich in der Textfarbe nicht ändern. Die Ausnahme hiervon ist die Textfarbe im Header.
wie man jetzt auch sieht. Ändere ich diese Textfarbe irgendwo, also egal ob Light, Dark oder Custom, gilt die für jedes Color Scheme. Im Custom kann ich die Textfarbe im Inhalt auch noch ändern. Nachdem ich das Theme 2017 gespeichert habe, im Customizer wurden neue Inhalte angelegt. Das betrifft Seiteninhalte, die Menüs Top und das Social Media Menü, das unten in der Fußzeile ist. Sidebar Footer 1 und Footer 2 haben neue Widgets erhalten. Nächster Menüpunkt im Customizer sind die Header Visuals. Das Bild lässt sich ausblenden. Und hier hakt es ein bisschen, wenn ich es zurückhaben möchte. Wenn ich nur da drauf klicke, klappt das nicht so ganz. Ich habe festgestellt, klicke ich dann noch auf Bilder zufällig Anordnung, wird es wieder sichtbar. Ich könnte natürlich auch ein neues Bild hochladen, über den Button ein neues Bild hinzufügen. Jetzt habe ich erst einmal einen Video-Link eingefügt von YouTube und Vimeo-Links wären möglich. Klappt vermutlich nicht, das hakt auch irgendwie ein bisschen, wenn das Bild nicht ausgeblendet ist. Also versuche ich es noch einmal. Drück Enter oder klick daneben. Und jetzt hat es tatsächlich funktioniert. Frontend war jetzt ein Fail von mir. Ich habe nicht gespeichert. Kann natürlich nichts passieren. In der Regel sollte man einmal STRG und F5 drücken für Windows. Also den Browser-Cache leeren. Natürlich ist die Homepage nur auf, umgekehrt, das Video nur auf der Homepage zu sehen. Das heißt, ich habe das eigentlich gar nicht ausprobiert, wie das auf den Unterseiten ist, denn da sieht man ja noch ein Stück von dem Header-Bild. Ob man da einen Teil des Videos sehen würde, das weiß ich nicht. Einfach mal ausprobieren. Glücklicherweise lässt sich das Video per Klick darauf stoppen, sowohl im Frontend als auch im Backend.
als auch im Customizer. So, hier versuche ich wieder das Bild zurückzuholen. Ist ein bisschen hakelig, ist Beta. Ich muss eigentlich sagen, für Beta-Status hat alles wunderbar funktioniert. So insgesamt gesehen. Tolle Arbeit. Nächster Punkt, Menüs. Die wurden ja bereits angelegt, einfach durch das Speichern im Customizer. Dadurch wurden die Einstellungen übernommen. Und hier zeige ich, wie man die Menüpunkte ändern kann, wie vielmehr die Reihenfolge durch Klick auf die Pfeile. Ein neuer Eintrag lässt sich hier auch hinzufügen. Und die Seite, die wird sofort auch erstellt. Das ist neu. Jetzt natürlich toll, wenn man darauf klickt und denkt, man kann die jetzt in die richtige Reihenfolge ziehen. Man merkt das gar nicht und klickt und klickt und klickt. Hat man plötzlich viele Menüpunkte. Also da muss man ein bisschen drauf achten. Gewinnt man sich aber, glaube ich, schnell dran. Und hier sieht man auch, die neue Seite ist direkt angelegt worden. Ohne Inhalt. Einfach nur Titel, Permalink, das war's. Dann gibt es noch die Social Media Links. Ganz tolle Sache. Sind mit SVG, Scalable Vector Graphics, erstellt. Und es gibt 37 momentan, die man einfach per Link einfügt. Das Icon wird dann automatisch angezeigt. Also nichts mit I gleich, Fahr-Icon und so weiter, sondern Link und fertig. Ganz toll. Die Liste habe ich in dem Artikel zu dem Video aufgeschrieben und hinterlegt. Wenn man sieht, auch ein WordPress-Icon. Einträge hinzufügen, geht hier auch über individuelle Links. Allerdings haben unten nur 5 Icons in einer Reihe Platz, aber spricht ja nichts dagegen, 2 Reihen oder mehr anzulegen oder mit CSS nachzuhelfen. Schlecht natürlich, wenn man nur den Link ändert und nicht den Anzeigenamen, das kommt man nachher durcheinander. Dropbox, wie gesagt, momentan 37. Die Widgets hatte ich ja schon kurz angesprochen, wurden neu bestückt. Die Sidebar ist meines Erachtens nach nur bei den Blogbeiträgen zu sehen.
zwar gibt es die Sidebar nur rechts in der Standardinstallation. Das sind die drei Widgets. Im Footer-Bereich zwei Widget-Leisten, Widget-Bereiche, Sidebars, wie auch immer. Jetzt hat das Speichern auch das Custom Color Scheme übernommen. Das war vorher wohl noch nicht sichtbar. Daher sind die Social Icons auch lila. Ich habe jetzt gerade ein Widget hinzugefügt. Das kann man auch über den Customizer machen. Kann die Reihenfolge ändern. Kann es wieder entfernen. Hier lassen sich die Widgets auch per Drag and Drop positionieren. Bei den Menüpunkten hatte ich Schwierigkeiten. Man klickt drauf und hat halt neue Menüpunkte auch zum Beispiel. Statische Startseite hatte ich nicht geändert, das ist die Voreinstellung. Jetzt kommen wir zu dem spannenden Teil, die Theme Options. In diesen Dropdown-Menüs lassen sich auswählen entweder ein Beitrag, eine Seite, Archiv, Homepage. Wobei die ja jetzt auch nur eine Seite ist. Und was man dort auswählt, wird auf der Homepage, auf der Startseite gezeigt. Vier Sektionen sind auswählbar und aktivierbar. Wenn dort steht, eine neue Seite erstellen, meint das auch nur eine Seite, eine Page, aber keine neue Sektion. Bei 4 ist Schluss. Ja, wenn man nicht speichert, wird auch nichts angelegt. Und jetzt sollte die zweite Testseite da auftauchen. Die oberste Sektion bestücke ich jetzt mit einem Beitragsbild. Anschließend zwei weitere About Us. Und Blog, ein Archiv. Auch eine Beitragsseite in dem Sinne. Ist vielleicht nicht richtig ausgedrückt, wenn ich jetzt sage Archiv. Sage ich jetzt mal besser nichts mehr zu. Und dann die zweite Testseite, die nicht auf der Startseite eingebunden ist.
Und hier lade ich mal ein extrem kleines Bild hoch. Ich glaube, das hatte nur 400 Pixel Breite. Ja, 400 mal 178. Text ein. Das ist jetzt die About Us Seite, ein schönes breites Bild, allerdings nur 1400 Pixel. Habe ich einen Monitor mit höherer Auflösung, ist links und rechts von diesem Headerbild das zu sehen, was man jetzt im Kleinformat auch beobachtet. Es ist also nicht über die ganze Breite. Jetzt kommen wir dem Punkt näher, der in der Beschreibung lautete Immersive Images. Ich vermute stark, das ist damit gemeint, dass Beitragsbilder, die hochgeladen werden, hier als Hintergrundbilder integriert sind. Und auf den einzelnen Seiten auch im Header-Bereich platziert sind in voller Breite und Höhe. Hier demonstriere ich noch einmal den Unterschied eines zu kleinen Bildes, Beitragsbildes, richtig ausgedrückt. Ich lasse das Standardformat. Die funktionieren übrigens auch, aber das ist ja kein neues Feature. Ob im Beitrag oder auf einer Seite, wenn das Beitragsbild nicht die richtige oder ausreichende Breite hat, erhält man ein eigentlich nicht zufriedenstellendes Ergebnis. 904 Pixel Breite braucht das Bild, um bündig mit dem Text links und rechts abzuschließen. Dann gibt es noch 48 Pixel links und rechts Margin, also Abstand. Insgesamt ist das 2017 auf 1000 Pixel maximal breit ausgelegt, was den Inhaltsbereich also betrifft. Und hier wieder. Da der Monitor hier nicht 1400 Pixel breit ist, sondern kleiner, geht das hier über die ganze Länge. Finde ich auch schön. Allerdings ist das sehr hoch. Muss man wissen, wie man das haben möchte. Per CSS lassen sich natürlich die Bilder auch auf 100% ziehen. Allerdings würde ich dieses 400 Pixel Bild nehmen, würde es sehr unscharf werden und auch wirklich schon Artefakte zeigen.
realisiere und habe jetzt wieder eine perfekte Live-Vorschau, die identisch ist zu meiner Homepage auf der Frontseite. Ja, wem das nun gar nicht gefällt, der muss sich damit nicht notgedrungen zufrieden geben. Ich habe herausgefunden, wählt man einfach hier auswählen, also die leere Option, verschwinden die Bilder auch ganz schnell wieder. Und nicht nur die Bilder, sondern auch die Sektionen. Mir gefällt es aber besser mit diesen Sektionen, also hole ich mir ja mal eine oder zwei, weiß ich jetzt gar nicht, wieder zurück. Wichtiger Punkt bei den Widgets, löscht man die im Customizer, sind die verloren. Von hier aus besteht nicht die Möglichkeit, dieses Widget in den Bereich inaktive Widgets hineinzuziehen. Ich hatte vorab eine andere Beta 1 Bild getestet. Da wurden die Widgets automatisch in diesen Bereich eingefügt. Kann sich also noch ändern, ist Beta, muss man sich überraschen lassen. Ja, dieser Querbalken nervt oder nervt nicht. Was 4.7 auch bringt, und das nicht nur für 2017, ist, dass jedes Theme jetzt eine eigene Custom CSS erhält. Ich habe das mit zwei Themes getestet, die definitiv keine zusätzliche CSS-Option bringen, und darüber konnte ich die dann auch steuern. Also das Design anpassen. Es wurde dort hinzugefügt. Finde ich eine super neue Funktion. So, und wenn ich jetzt aktualisiere, nachdem ich dieses kleine CSS-Snippet eingefügt habe, ist der Querbalken Geschichte. So, das war es eigentlich zu dem 2017-Theme. Eine weitere Funktion ist die Auswahl der Sprache, so sie installiert ist, pro Profil-Account-Basis. Hier sind Englisch sowieso immer und Deutsch installiert. Ich wähle jetzt die englische Sprachdatei nur für mich. Andere Benutzer sehen andere Sprachen, also wahrscheinlich die englische noch. Und das ändert die Sprachdateien im Admin-Bereich, im Dashboard momentan. Ich hoffe, ich erzähle da nichts Verkehrtes, aber im Frontend konnte ich jedenfalls keine Änderung sehen. Jetzt kommen wir zum Editor, TinyMC.
MCI. Ich kopiere und füge den Satz oder die Sätze mal mehrfach ein. Aktiviere nochmal die Sektion, zweite Sektion auf der Homepage Blog, damit das hier angezeigt wird. Das Archiv listet bis zu 3 Beiträgen, egal welche Option man einstellt. Also möchte man 10 Beiträge anzeigen lassen. Auf der Homepage werden immer nur 3 angezeigt und automatisch eine bestimmte Anzahl von Zeichen angezeigt, es sei denn, man setzt vorher ein Read More, ein Weiterlesen-Link. Dann erscheint aber auch dieser Link Read More unten nicht. Also der wird nur eingefügt, wenn das Programm diesen Schnitt übernimmt. Was ich jetzt hier demonstriere, ist, dass der Editor hier nahezu perfekter, WYSIWYG, What You See is What You Get Editor ist, aber nur bei dem Theme 2017. Das auch nur bei dem Light Theme. Das Dark Theme habe ich nicht ausprobiert, das Color Schema. Aber bei dem Custom funktioniert das nicht. Das, was ich im Texteditor sehe, genauso aussieht wie das, was auf der Homepage oder im Frontend zu sehen ist. Ich habe jetzt mal auf das Standard-Color-Farbschema umgestellt und demonstriere das jetzt nochmal mit den Überschriften. Auch die Abstände innerhalb des Texteditors, links sind es 20 Pixel Abstand, Margin, und rechts waren es glaube ich 40, und wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, maximale Breite 580 Pixel. Ziel ist, denke ich mir, dass, was man hier schreibt, wie das aussieht, soll genauso, soll das wiedergeben, was man im Frontend letztendlich sieht. Und das tut es eigentlich auch ganz gut. Noch nicht ganz perfekt, aber ziemlich nah dran. Und wie gesagt, in dem Fall ist nur in dem Theme 2017 die CSS in den Editor eingebunden. Kommen wir zu der Icon-Symbolleiste. Fährt man mit dem Mauszeiger über ein Icon,
sieht man jetzt nicht nur die Bedeutung, sondern auch die Tastenkürzel. Über die sich die Funktionen, die hinter solch einem Icon stecken, aufrufen lassen. Nicht alle haben ein Tastenkürzel. Und im Vergleich nochmal darunter die jetzige Iconleiste. Und wie man sieht, wurde das ein bisschen umgestellt. Und zwei Icons, nämlich unterstrichen und justify, zentriert. Nein, Blocksatz, Entschuldigung. Nicht zentriert, Blocksatz wurden entfernt. Zum Schluss lade ich noch eine PDF hoch. Leider zu kurz geschnitten, man konnte das Thumbnail nicht sehen. Meiner Meinung nach sieht das aus wie vorher, ich kann mich aber auch täuschen. So, ich habe jetzt auf Themes wechseln geklickt. Automatisch ist installed aktiviert. Ich sehe, ich habe ein Theme, nämlich das 2017. Installiert und aktiv. Kann hier nach verschiedenen Gesichtspunkten filtern. Hab direkt Zugriff auf die Themes Repository und wenn ich mir das live ansehen möchte, wird es auch direkt installiert. Steht ja auch da, Install and Preview. Das mache ich jetzt mal. Und hier wird man gefragt, ob man die Seite verlassen möchte. Das muss man machen. Bleibt dennoch dort. Und erhält direkt die Live-Preview, die Vorschau dieses Themes. Es ist noch nicht aktiviert, aber installiert. Sieht man auch im Frontend, hier ist immer noch 2017 aktiv. Zurück zur Live-Vorschau. Auch hier gibt es ein Additional CSS. Spannend wird ja die Frage, wenn ein Theme eine eigene Custom CSS im Customizer mitliefert, welche dann höhere Priorität hat, wahrscheinlich die von 4.7. So, jetzt klicke ich nochmal die Live-Vorschau von 2017 an. Ist ja aktiv. Hier machen sich wohl die ersten Erschöpfungszustände bemerkbar bei diesem langen Video. Dieses Herumgezappel mit der Maus. Ich suche wohl jetzt gerade den Customizer. Der Kommentar ist im Nachhinein gesprochen. Jetzt wechsle ich mal auf das andere Theme. Und zwar klickt man das an oder auf Live-Vorschau. Beziehungsweise muss auf Live-Vorschau klicken. Und dann speichern und aktivieren. Damit neigt sich der Rundgang durch WordPress 4.7 Beta 1 auch dem Ende zu. Entwickler finden die Neuheiten, die sie interessieren, in den Release-Ankündigungen. Die Links dazu findet man auch in dem Beitrag auf softwarelupe.de
zu diesem Video. Ich denke, wir können uns auf WordPress 4.7 freuen. Die finale Version soll am 6. Dezember, genau am Nikolaustag, veröffentlicht werden. Ein kurzer Blick in die Custom CSS. Trotz Deaktivierung hat das Theme 2017 die Änderung beibehalten.